Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Heute machen wir die einzig wahre Stage. The one and only. Final Destination. Ja. One vs. One Me. Fox only. No items. Final Destination. Es gibt nicht nur zig Memes um diese Stage. Nein, es ist natürlich auch ein Competitive Masterpiece, diese Stage. Machen wir erstmal mit Hazards on. Im Grunde ändert sich da ja nichts, aber ihr kennt es ja. Macht es halt richtig, richtig akkurat, wie sich das gehört. Und ja, jetzt nehmen wir dafür den Track Giga Bowser. Ja. Nehmen wir mal einen Giga Bowser, warum nicht? Machen wir wieder erstmal Free for All. In dem Free for All analysiere ich die Stage. Ey, was macht die denn hier noch? Oh, Lucina vom letzten Part. So. Ja, wen nehme ich denn auf Final Destination? Gute Frage, Ganondorf, würde ich sagen. Nein, eigentlich muss Fox sein. Ne? Nein, mit Fox habe ich mir ja schon was überlegt. Ne, ich nehme Ganondorf. Und Fox wird schon noch kommen, Leute. Ich weiß nicht, ob es ihr schon ahnt. Wenn ich das schon so sage, Fox wird noch kommen, dann wisst ihr eigentlich, was passiert, ne? Okay, Final Destination. Ja, Competitive Masterpiece, diese Stage. Wirklich nur eine einzige Basisplattform. Nichts, keine Plattform sonst. Absolut nichts. Niente, nothing. Wie ihr sehen könnt. Absolut nichts. Ihr seht es ja hier. Wir haben nur diese eine Plattform. Edges sind eben halt normal. Nicht wie bei Battlefield. Bei Battlefield sind es halt dünne Edges. Was eben halt hier nicht der Fall ist. Was auch gut so ist, weil ich mag diese dünnen Battlefield Edges nicht so. Und ja, das ist alles, was man zu der Stage sagen kann. Nur eine einzige Plattform. Eine Basisplattform, wo man natürlich nicht durch kann. Keine Durchschlüpfer-Plattform. Und das ist eben halt alles. Sehr simpel die Stage. Und die Version hier in Smash Ultimate sieht einfach nur geil aus. Der Hintergrund mega imposant, mega dark, mega böse, wie es aussieht. Es sieht wirklich final aus. Und das wird den Namen gerecht. Final Destination. Auch hier mit den Growdown-ähnlichen, ja, wie soll ich sagen, Lichteffekten hier am Boden. Und mit diesem Kern in der Mitte. Das ist halt auch sehr, sehr geil. Ne? Diesen Kern, wenn ihr es hier mal seht. Auch dieses mechanische unterhalb der Final Destination. Kombiniert mit Kristallen, also Kristalle und Mechanik werden hier kombiniert. Sehr, sehr kreativ, sieht sehr interessant aus vom Design. Mir gefällt das neue FD sehr, auch die Soundeffekte im Hintergrund manchmal. Manchmal pocht dann so ein Herz. Das finde ich auch so richtig geil gemacht, also wirklich super awesome die Stage. Ja, Competitive gesehen natürlich nicht zu bemängeln. 1 plus Competitive gesehen, was halt wirklich einfach gar kein Jank. Es ist wirklich nur diese eine Plattform. Hier entscheidet der wahre Skill quasi. Blaster und sind akkurat. Keine nervigen Sachen. Wobei man sagen muss, Charaktere wie Donkey Kong, die eben halt nicht landen können, haben hier eine schwere Zeit auf Final Destination, weil die eben halt nicht auf Plattformen zwischenlanden können. Und das wird dann teilweise ein bisschen problematisch für die. Trotzdem kann sich hier eigentlich keiner drüber beschweren über Final Destination. Nicht. Schon immer hat sich diese Stage bewährt. Gab es schon in Smash 64. Allerdings nicht als anwählbare Stage, das ist ja der Witz. Aber seit Melee dann anwählbar und seit Melee natürlich auch in Turnieren gespielt. Competitive immer dabei gewesen, diese Stage. Oh, da habe ich keinen Jump mehr gehabt. Deswegen richtig, richtig cool. Kann man sich nicht beschweren. Ich spiele auch sehr gerne auf Final Destination. Bin auch froh, dass es seit Super Smash Bros. Für 3DS und Wii U eben halt auch jede Stage als Final Destination Version gibt. Heißt dann halt Omega. Und ja. Coole Sache. Definitiv. Sehr coole Sache. Ja. Designtechnisch würde ich auch hier wirklich eine 1 plus geben. Mir gefällt dieses Final Destination vor allem am meisten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil einfach so viel cooler Stuff im Hintergrund abgeht. Es wirkt einfach so richtig böse. Ist in so ein Dark Room gefangen quasi und hier entscheidet sich alles, das Schicksal der Welt. Wobei mir das von Smash 4 auch sehr gefallen hat. Smash 4 und dieses Final Destination gefallen mir am besten. 1 plus gebe ich hier fürs Design. Competitive auch 1 plus. Nein, nicht 1 plus. Ich gebe mal nur eine 1. Und wie gesagt, es gibt Charaktere, die ja teilweise nicht so toll drauf sind. Deswegen gebe ich mal nur eine 1.
Und Final Destination macht mir auch Spaß. Ich gebe mir ja auch eine 1 für. Und insgesamt ist es eine 1 wert. Definitiv. Coole Stage. Was wir auch noch einzeln bewerten können, ist Final Destination Battlefield. Weil das wird jetzt auch interessant. Es gibt noch eine Battlefield-Version natürlich, die wir auch noch spielen werden. Aber jetzt gibt's erstmal Final Destination ohne Hazards. Da ändert sich überhaupt nichts. Also egal. Wir machen es der Komplettheit halber. Versuche. Und das machen wir jetzt in Teams, weil wir müssen auch noch Final Destination Omega spielen. Wobei, bei Omega-Version werde ich ja eh gegen Amiibo antreten. Dann nevermind. Dann machen wir es doch so 1 gegen 1, Leute. Gegen random Level 9er PC. Mit Ganondorf natürlich. Ganondorf! Okay, let's go gegen Dr. Mario. Der hat eh keine Chance. Detektiv Dr. Mario. Detektiv-Outfit. Oh! Kann ich jetzt Edgeguard. Oh, jetzt will das wissen. Oh mein Gott! Yo, 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 Bro. Okay. So viel zum Thema, hat keine Chance. Das ist übrigens auch krass bei Final Destination. Das war im Melee auch schon so. Ja, hier einmal Kombo-Start, ist so schwer hier wieder Fuß zu fassen, weil es eh mal keine Plattform gibt. Einmal Kombo und wirst, bist du so am Arsch. Und das zeigt gerade dieses Game besonders gut. Erstes Stock habe ich ihn gekombot, er konnte nichts machen. Guck. Zweites Stock wurde ich halt richtig auseinandergerissen. Jetzt habe ich ihn wieder gekommen und es ist halt so bei Final Destination. Es ist super schwer hier wieder ins Neutral zurückzufinden, wenn man einmal im Disadvantage ist. Character dependent natürlich, aber gerade diese Charaktere, ja, Dr. Mario, Ganondorf, sind halt so schlecht im Disadvantage. Schön geedge cancelled. Tot. Nee, doch noch nicht. Bah! Disrespect. Ganondorf. Der King of Disrespect, natürlich muss er genommen werden. Jetzt kommt's. Die Battlefield-Version, Leute. Jetzt wird's interessant. Ja, die Battlefield-Version. Ganondorf. Ja, die können wir jetzt mal genauer hinter die Lupe nehmen. Ich meine, der Hintergrund ist halt immer gleich, aber wie sind die Plattformen designt? Melinda, okay. Die sind auch so in dem Style. Eher so im Kyogre-Design, ne? Der Boden ist so im Grodon-Design und die Plattformen sind jetzt im Kyogre-Design. Blau. Mit diesen komischen... Wie nennt man sowas, ey? Sieht halt sehr, sehr eigen aus mit diesen Mustern. Wie bei Grodon und Kyogre halt. So cool. Gefällt mir halt extrem gut. Diese Battlefield-Version spiele ich lieber als normal Battlefield. Also. Designtechnisch fühle ich mich hier wohl als beim normalen Battlefield. Und wie ihr wisst, war ich auch schon Fan von normalen Battlefield. Nein, ich werde geangelt. Ja, die Angel ist der größte Feind von Ganondorf. Wer The Legend of Zelda Twilight Princess gespielt hat, weiß, dass Ganondorf die Angel fürchtet. Die Angel kann man hier halt wegschießen, den Boss. Twilight Princess. Melinda, was machst du da? Nicht tot? Ja, wahrscheinlich. Hör auf zu angeln, Mann! Oh, nervt das ab. Ja, die Angel ist der schlimmste Feind von Ganondorf. Auch in diesen Spielen, in Smash. Nein! Oh mein Gott, diese Angel. Ich hasse sie. Na, so nicht, Melinda, so nicht. Ich muss dir schon was anderes einfallen lassen, wie Angeln zum Beispiel. Und mein Movement verwirrt Bots immer.
Nein! Oh Gott. Okay, die tacken, glaube ich, immer weg von mir. Ja, tatsächlich. Dass die Bots immer machen, habe ich immer Follow-up. Okay, okay. Weg damit! Müll muss entsorgt werden. Melinda ist ganz großer Müll. Oh mein Gott, wie die alles taggt. Das gibt's doch nicht. Nein! Das war's. Ah, wie die geguckt hat. Jetzt gibt's eine Amiibo-Party. Er hat die Butter. Er hat die Butter hier an der Hand. Guckt's euch an, die Butter ist an der Hand. So, jetzt kommt es. Omega Final Destination. Lustigerweise ändert sich da wirklich gar nichts. Weil Final Destination ist Omega. Omega Final Destination ist einfach der reinste Troll. So, dann nehmen wir jetzt schön hier das, was ich letztens schon nehmen wollte. Multiman Melee von Melee. Ich liebe diesen Track. Und unser Gegner ist the one and only. Ich hab's am Anfang angeteasert. The one and only. Fox, ist klar. Fox auf Final Destination, das ist sein Zuhause, ist doch sowas von klar. Dass wir jetzt hier gegen Fox antreten werden, oder nicht? Der hat mich Wolf genannt. Das ist noch von früher, von Smash 4. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Amiibo erinnert. Ah ja. Jetzt bin ich gespannt, was er drauf hat. Fox Amiibo. Ja, dann mal los. Okay, okay. Throw. Das war nicht der richtige Throw, Junge. Damn it. Wieso waren die Amiibos immer so viele Smash-Angriffe? Ich fuck übelst ab. Das spielt doch kein normaler Mensch. Schaufeldorf? Leider nicht. Junge, die machen nur Smash-Angriffe. Das geht voll auf den Sack. Ja, mach halt weiter Smash-Angriffe, wenn du verlieren willst. Oh, diese scheiß Smash-Attacken. Die treffen doch eh nie. In dem Moment treffen sie. Tschüss! Oh, okay. Ist rausgemasht. Nun ja! Troja! Oh Gott, die Scheiße, die Fox Amiibo. Holt euch nicht die Fox Amiibo. Guckt euch das mal an, was der macht. Nur Scheiße macht der. Level 50 Fox Amiibo. Snack ich mal gerade zum Frühstück, ey, ohne Witz. Ein witzloser Kampf, ey. Nur Smash-Attacken, Fox. Was ist das? Melee-Fox wäre nicht stolz auf dich. Oh mein Gott, was für ein Versager. King of Evil, Knievel, Mann. Und er hat schon wieder die Butter. Ja gut, das war eine peinliche Aktion. Aber der Fox wird seine Rache irgendwann bekommen. Auf Koneria, da will er eine Revanche. Und das ist eigentlich seine Heimatstage. Naja, wie gesagt, die eigentliche Heimat ist natürlich FD. Final Destination. Letzte Station im Deutschen. Gut, Leute, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Das war ein kurzer Part, 14 Minuten. Oh, man. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.